Erst vergangene Woche gab es den ersten Blick auf die kommende Five Nights at Freddy's Verfilmung. Man sah auf dem atmosphärischen Bild die titelgebende Pizzeria, in der ein Großteil der Ereignisse stattfinden werde, sowie Freddy Fazbear höchstpersönlich, wie er neben einem Kind steht. Jetzt gibt es neue Infos zum Release des Horrorfilms. Die Verantwortlichen gaben überraschend bekannt, dass sie eine doppelte Veröffentlichung für die Spieladaption planen. Das bedeutet konkret, dass man Five Nights at Freddy's am 27. Oktober 2023 wie gewohnt im Kino, aber gleichzeitig auch beim US-Streamingdienst Peacock sehen kann. Dasselbe Vorgehen wurde schon bei den ebenfalls von Universal Pictures vertriebenen Horrorfilmen Halloween Kills und Halloween Ends gewählt. Besonderes Aufsehen erregte eine solche Praxis der Day-and-Date-Veröffentlichungen im Jahr 2021, als Warner Bros. Beschloss, alle Filme des Jahres aufgrund der Pandemie im Streaming und im Kino gleichzeitig zu veröffentlichen. Damals gab es viel Kritik, insbesondere von Kinobetreibern. Aber angesichts der potenziell leeren Kinosäle konnte man die Entscheidung gewissermaßen nachvollziehen. Bei Five Nights at Freddy's ist das natürlich nicht der Grund. Stattdessen wird man damit das strategische Ziel verfolgen, den Streamingdienst Peacock weiter zu pushen und an Abonnenten zu gewinnen. Ursprünglich wurde bereits 2015 von Warner Bros. Eine Verfilmung der beliebten Horrorspiele rund um die gruseligen Animatronic-Figuren in Aussicht gestellt. Jedoch ging das Projekt schlussendlich an Blumhouse und Universal Pictures, die die Dreharbeiten am 3. April abschlossen. Der offizielle Starttermin ist nun der 27. Oktober 2023. Wo Five Nights at Freddy's außerhalb der USA erscheinen wird, ist derzeit leider noch nicht bekannt. Was würdet ihr euch für den Freddy-Film wünschen? Soll er hier ebenfalls direkt bei einem Streamingdienst landen oder wollt ihr den Grusel auf jeden Fall im Kino genießen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.